Ich liebe diese Stadt, ihre Kultur und das viele Grün und auch den Fluss, an der die berühmte Kirche steht. Sie ist der Heilige Maria gewidmet. Notre Dame, unsere Frau. Und von hier hat man einen tollen Blick. Man kann die ganze Stadt sogar von hier sehen. Also von dort oben. Abends treffe ich mich oft mit Freunden hier im Künstlerviertel. Musik, Cafés und kleine Läden sind überall zu finden. Es gibt so schöne Museen hier mit ganz wertvollen Bildern. Und ich bin stolz darauf, einer der berühmtesten Gemälde der Welt in meiner Stadt zu haben. Viele Touristen kommen deswegen hierher, um es zu sehen. Und die Frau auf diesem Bild wurde von einem bekannten italienischen Künstler gemalt. Früher gab es hier viel Hofadel. Viele Schlösser und Residenzen in und um die Stadt mit ihrer Pracht zeugen heute noch davon. Am allermeisten liebe ich den Fluss. Ich komme oft hierher, um Ruhe zu finden. Und ja, es kann sehr romantisch sein. Ob man Dresden mit Paris vergleichen kann? Nee, das ist schon anders, aber mindestens genauso schön.